Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bad Wars Duel auf Bergwerk Labs. Und ja, Pillemann Otze ist hier und es geht los in 8, 9, 7, 2, 3, 1000, 4, 3, 2, 1, go! Wir sind Team Blau, wir spielen auf der Map Silvester. Jawohl, das ist die brandneue Map. Ja, also ein ganz, ganz großer Knüller, ein Knaller, möchte ich sagen, weil sie eben sehr, sehr schick ist. Ich würde einfach mal kurz die Shader anmachen, auch wenn das mir natürlich ein bisschen Zeit raubt. Wir gucken uns gleich mal an, wie genau die Map hier aussieht. Ich muss mir erstmal nur den Weg hier zurechtbahnen, und zwar zum Eisen. Ihr habt das schon gesehen, ihr spawnt auf einer sehr, sehr hübschen Insel mit Zündkerzen, die Wunderkerzen heißen die Teile, und baut euch den Weg zu eurer ganz persönlichen Eiseninsel. Die besteht nämlich aus einem Glückssymbol, was ich eigentlich ganz, ganz hübsch finde. In diesem Falle ist es der Pilz. Und wie praktisch, dass ich auf dem Pilz bin. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Hier oben, sehr, sehr hübsch, oder? Also ich finde sie wunderschön. Die Map hier, 2016 auch. Also das ist schon ganz, ganz großes Kino. Sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, wir sind auf dem Pilz. Und ich habe auch als kleinen Stargast jemanden eingeladen, dem ich immer mal so ein paar Fragen stellen möchte. Das ist die liebe Flitterkiari. Sie gehört zum Bauteam und sie hat auch so, ja, doch, also ein bisschen hast du schon mitgemacht, oder? Jo. Guck, ja, ein bisschen. So, ihr habt euch die Map ausgesucht, weil ihr gesagt habt, wir wollen jetzt immer so ein paar, ja, Themen-Maps sozusagen machen. Es fällt ja auf, also wir haben ja schon die Weihnachts-Map gemacht. Jetzt und Silvester auch. Yo. Ja, also wir haben uns eigentlich gedacht, wir wollen noch eine Map bauen und Silvester passte gerade und dann haben wir das einfach gemacht. Sieht auf alle Fälle sehr, sehr cool aus und lässt sich auch wunderbar spielen. Also eine Runde habe ich schon hinter mir. Im Prinzip, das ist doch cool hier, die Teleporterstationen sind Sektflaschen mit den Korken, die da knallen. Also ist wirklich sehr, sehr süße Idee das Ganze. Wir schauen jetzt mal. Ich finde übrigens, dass man sehr, sehr viele Ressourcen hat. Also Eisen und ich will mal Lehm sagen. Es ist ja gar kein Lehm. Es ist, was ist es? Ton? Ja, Ton. Also Ziegel. Das geht einem eigentlich nie aus. Beziehungsweise Bronze und Silber, so. Wenn wir schon mal hier da bleiben. Es sind 8 Mann. Und wir wagen uns jetzt einfach mal in die Mitte vor. Denn auch der Goldspawner, der sich in der Mitte befindet, in diesem Schneehaufen, was übrigens auch eine super Idee ist. Das sind Raketen im Schnee drin. Also manche von euch kennen das ja, ne? Man steckt die Rakete in den Schnee und von dort aus zündet man sie dann. Und das eigentlich ist der Goldspawner dann noch in der Mitte. So, jetzt haben wir zwar einen Weg zu uns gebaut. Vorsicht, hier ist, oh ja, das sieht gut aus. Vorsicht, da ist Feuer. Also da kann man schnell mal Feuer fangen. Und hier unten bekommt man keinen Fallschaden, wenn man sich gut anstellt und sich in das Wasser fallen lässt. Und löschen kann man sie auch noch, genau, also da ist eigentlich für alles gesorgt. So, ich würde sagen, wir haben gerade die, wie sagt man im Englischen, die Edge. Ja, wir haben gerade so einen kleinen Vorteil, weil wir das ganze Gold haben. Mal schauen, was wir damit machen können. Das Bett ist übrigens hier hinten, in diesem, ja, keine Ahnung, eine Knallerbse, ich weiß ja, nicht. So eine Knalltüte ist Knalltüte, das. Genau. Und jetzt geht's auch direkt mal los, das hier schön. Rein damit. Einen Bogen. Wir könnten uns den besten Bogen sogar kaufen. Ich bleib aber mal bei dem hier. So. Er ist Goldmillionär. Ich bin Goldmillionär, so kann man es sagen. Ganz zack. Viel Glück in der Mitte gefunden. Ich habe ganz viel. Genau, ja. Ist wirklich so. So, eigentlich hätte ich mir ein bisschen. Ich hätte mir ein Ei kaufen sollen. Das kann ich aber immer noch machen. Oder lieber erstmal in die Mitte. Ja, lass uns mal in die Mitte gehen. Da kommt nämlich gerade einer. Oh, ich habe meinen Bogen vergessen. Ah. Da will sich das Gold holen. So. Aber er hätte einfach sich runterfallen lassen können. Hat er nicht gemacht. Das ist jetzt mein Glück. So, wieder 18 Gold, ist okay, nehme ich gerne mit. Die Frage ist, kommt er jetzt schnell in die Mitte wieder? Ja, will er unbedingt. Wo ist der Rest? Wollen wir ihn ausschalten oder wollen wir uns lieber um jemand anderen kümmern? Aber es hat sich sonst noch keiner wirklich in die Mitte gebaut, also
kümmere ich mich jetzt erstmal um ihn hier. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen rücksichtslos, was mein eigenes Bett anbelangt. Also das ignoriere ich gern mal. Zack. Oh. Na, was ist denn los? Na komm schon. Viel Leben hat er nicht mehr. Hat das Spiel verlassen, oder? Er hat das Spiel verlassen. Gut, er gönnt uns also nicht den Kill. Kann man mal machen. Und ich bin gerade ein bisschen nervös. Ich war gerade ein bisschen so, hui, war ein bisschen aufgeregt jetzt gerade. Also mein Herz, ja, das Herz pumpt, das pumpt. So, aber egal. Das Bett von Team Gel wurde ausgeschalten. Sind wir das? Ich glaube, das sind wir nicht. Wir sind blau. So, ich habe mir uns erstmal... Oh, ich kann mir sogar einen Unendlichkeitsbogen kaufen. Mache ich nachher. Ich muss erstmal mich ein bisschen orientieren. Das Bett von Grün. Also, die Betten, die sind jetzt ein bisschen hinüber. Aber meins steht noch, interessanterweise. Oh, da kommt einer. Sifa. Ja, ja, warte, warte. Oh, der deckt ein bisschen. Zack und tschüss. Oh, da kommt einer. Hat er denn ein Eisenschwert? Nein, hat er ja, glaube ich, nicht. Ja, gut. Oh, das Bett von Team Blau ist kaputt. Das heißt, wir müssen jetzt etwas aufpassen. Es ist nur noch Rot, Schwarz und Rosa da. Dann kümmere ich mich natürlich um Schwarz oder... Was ist das? Schwarz? Nein. Doch, das ist Schwarz. Ich weiß nicht. Der Zylinder ist ja auch eigentlich schwarz. Hey, hallo. Und tschüss. Das war Rosa. Rosa hat auch noch ein Bett. Ist das wirklich schwarz? Okay. Ich denke schon. Dann gehen wir mal zu Schwarz. Die Blöcke da hinten sind ja auch schwarz. Ja. Ach, der hat sich... Ah, guck mal an. Der hat sich hier rüber gebaut. Verstehe. Ja gut, soll er halt. Kann er ja machen. Ich bin vorbereitet. Ah, guck mal. Da, wer sich darüber baut. Cool. Dann kann ich ja gleich zweimal abstauben. Oder warte. Ist er tot? Ja. Er denn? Ja gut, soll er halt. So, wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Da ist das Bett. Oh! Er hat sogar den Typen da getötet. Okay. Kann man machen. Ich nehme mal einen Goldapfel und einen Unendlichkeitsbogen, einfach weil ich es kann. Ja, weil wir gerade... Ja, wir haben es halt, ne? So, wo ist jetzt unser Kollege? Ist es noch rot? Wo ist rot? Rot ist auch irgendwo. Ich finde die Map wirklich sehr, sehr hübsch, das muss man mal sagen. Team Rosa, aha. Das war jetzt gerade hier, ne? Ist das hier rot? Das ist Rosa. Glaube ich, weil er hat gerade das Bett kaputt gemacht. Ist rot nicht bei dem Würfel? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Dann ist das aber... Ach so, ja, aber das ist Rosa. Ja. Oh. Oh, ey, guck mal, wer da ist. Hahaha, den habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ja, habe ich ganz genau gewusst, wo er ist, ja. So, Kuchen. Hat sich jemals schon mal jemand einen Kuchen gekauft? Ich glaube nicht, Tim. Ich habe jetzt eine Idee. Hä? Wo ist rot? Müsste ein Würfel. Würfel. Da ist ein Würfel. Ah, da waren wir doch vorhin. Ist das nicht lila gewesen? Das kann auch sein. Ich glaube, das war lila. Huh. Ach, du Feind. Ah, ich hab Angst. Ja, alles gut. Ist doch easy. Easy ist das. Mhm. Und ich sagte, hier sind 20.000... Alter, das ist so unnormal.
Es ist so unnormal. Es geht keiner in die Mitte. Es ist wirklich so. Es geht einfach keiner in die Mitte. Wir haben 45 Dingenskirchens. Ach, guck mal an. Hier ist sogar wieder unsere eigene Stelle. So, und es kann uns eigentlich kann uns nichts passieren. Die Frage ist halt. Das ist rot. Da ist rot. Und der hat sich einfach nirgendwo hingebaut. Ja gut, dann würde ich mal sagen, der chillt da einfach. Ja, der hat nichts Besseres zu tun. Oh, hallo? Noch jemand? Du bist das Hausfriedensbruch, Nibi? Ja. Ich will gar nicht auf erfahren, dass der noch lebt. Ich auch nicht. Der stand die ganze Zeit in meiner Base rum. What? Der stand die ganze Zeit da rum. Okay, kann man machen. So. Jetzt mache ich ganz entspannt den hier. Plopp. Oh. Ja, hallo? Hallo? Oberja, Oberja. Oh. Nicht, dass wir runterfallen. Das war blöd. Nein, ich pass auf. Zack. Keine Sorge, zur Not habe ich ja immer noch was anderes. Hä? Checkt er das nicht? Nö. Das interessiert ihn einfach nicht. Es interessiert ihn einfach nicht. Das ist doch rot. Ja. Okay. Frohes neues Jahr gemeinsam. Ja! Oh, schade. Ich dachte, das Bett geht mit kaputt. Aber das war lustig. Das war trotzdem lustig. Kann man schon mal machen. Er hat die Bombe platzen lassen. Ich hab die Bombe platzen lassen. Right here, right now. Der geht zum Teleporter. Okay. Der geht zum Teleporter. Okay. Muss ich den jetzt ernsthaft überall hin verfolgen? Aber das Coole ist, ich hab so viele... Warte mal. Wenn das da leuchtet, heißt das, dass das Team gerade den Teleporter benutzt hat oder dass bei dem Teleporter jemand ist? Das ist eine gute Frage. Finden wir es heraus. Uns kann nämlich nichts passieren, denn wir sind unbesiegbar. Team Rot. Tatsache. Und GG! Nicer, good game. Nee, warte. Nicer, dicer, waffle bicer. Das war eine lustige Runde auf einer sehr, sehr schönen Map. Also, muss ich sagen, großes Lob ans Team. War es ja nicht nur du, sondern wer war das jetzt alles? Ich weiß gar nicht. Herr Pixel, Freckles und Antonia Fay. Alles klar. Da noch drinstehen. Ich das glaube, steht... also ich hab... Ach ja, genau, hier. Antonia Fay, Freckles... Freckles, Entschuldigung, Herr Pixel und Fledergier. Ja, also, ist eine schöne Map. Habt ihr echt fein gemacht. Sehr, sehr schöne Ideen und ich hoffe, dass wir auch bei anderen Festtagen und anderen Feierlichkeiten auch so kleine Sondermaps bekommen würden. Ja. Das wäre... Eine haben wir schon auf Vorrat. Ja, also hier ist die Exklusiv-Interviews, genau. Ja, es ist ein Exklusiv-Interview und eine Exklusiv-Info. Bergwerk Labs, einfach mal reinschauen und ich sehe gerade, ich hatte die ganze Zeit nur 9 Chunks, jetzt haben wir wieder 16. Bergwerk Labs. Das also als kleine Silvesterfolge auf Bergwerk Labs. Ich hoffe, es hat euch viel, viel Spaß gemacht beim Zuschauen und jetzt würde ich sagen, probiert es doch einfach mal selber aus. Schaut vorbei auf der Map Silvester und ich denke, lasst es einfach ordentlich krachen. Ich sage, good game, macht es gut und bis dahin, euer GigaGreevy und vielen, vielen Dank, Fledergier, dass du mit dabei warst. Jo, danke, dass ich dabei sein durfte. War mir sehr lustig. Bis dahin, tschüss. Ciao. Und guten Rutsch. Ja, guten Rutsch. Aber wir sehen uns morgen sowieso nochmal bei einer Folge. Also insofern, jo, aber du kannst ja schon mal, genau, das ist schon mal richtig. Ciao, ciao.